Hey ho, meine Sweeten. Eigentlich wollte ich nur sagen, danke euch vielmals für die 30.000 Abonnenten und natürlich viel Spaß mit dem besten Spiel, das ich je gespielt habe. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Weil ich meine, zieht euch das rein. Ich kann ja jetzt hier praktisch abstürzen. Aber guckt mal, der eine ist schon weiter vorne. Der eine geht nach links. Also es wird jetzt ein bisschen ein Trauerspiel für mich. Es wird ein bisschen sad. Mein Gott, ich hätte den Schirm in Single jetzt bald bekommen. Das war jetzt wirklich so traurig, dass der Typ da war. Nee, wirklich. Also komm, eine Runde muss ich jetzt aber schon gewinnen. So, ja, ich will nur auf das Gebäude. Schau mal, ich will nur auf das Gebäude. Fett. Oh, sehr gut. Oh. 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 Oh, das ist geil. Das ist geil. Das ist fix geil, Leute. Das ist fix geil. Das ist fix ungeil gerade. Der hat eine Schrotti und hat sie nicht benutzt. Hört sich gut an. Da bauen wir nochmal ab. Wir müssen nämlich immer checken, ob da irgendwo ein Gegner ist. Okay, zweimal die gleiche Waffe. Hört sich gar nicht mehr so bad an. Plus nochmal. Wir haben genau das gleiche zweimal in eine Kiste bekommen. Wir haben jetzt sogar noch 200 Rüstung. Und die Zone ist direkt neben uns. Also geiler könnte uns das praktisch gar nicht treffen. Ich gehe jetzt, glaube ich, sogar sehr aggressiv rein. Ich sage jetzt einmal fuck off. Gehen wir rein, killen wir die Gegner. Interessiert mich ganz wenig, was die Gegner jetzt davon haben. Da ist einer im Keller. Sprich, da wäre am klügsten, wenn ich jetzt die Schrotti nehme. Ich habe nicht gesehen, dass da einer runtergegangen ist. So, haben wir... Der hat mir ein bisschen weggenommen. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Ich bevorzuge die Schrotflinte. Wird nachgeladen. Da oben ist niemand. Klar, man benutzt Third Person, aber die Gegner können... Alter! Du verdammte Pissnelke, was soll das denn? Wie ich einfach nicht getroffen habe, ne? Lol. Ah, ich brauch die gar nicht. Ich brauch die gar nicht. Noch mehr Gegner. Nee, ich hab da einen gesehen. Der ging ja nach rechts oben. Das ist, oh geil. Eine grüne Schrotti, die gefällt mir. Die kann ich auch wirklich, die kann ich tatsächlich auch brauchen. Das einzige Problem ist, mein Mausrad scrollt zu schnell. Ich muss das irgendwo rausfinden, wo ich die Einstellung machen kann, damit mein Mausrad mir nicht so schnell wegscrollt. So, gehen wir mal auf diese Häuser. Da überprüfen. Wenn schließlich in der Zone sind... Da schießt... Lol, Alter, ernsthaft? Was ist das denn für eine... Was sind denn das alles für Habosch, Alter? Habosch, meine ich. Sorry. Sorry, gell? Ich meinte, was sind das für Habosche? Also wir haben jetzt... Na gut. Ah, Mann, wir sind schon bei 75%. Gehen wir einfach die Häuser looten, Mann. Irgendwo wird sich schon irgendetwas ergeben an Gegenständen, die wir brauchen können. Und... ja. Mir gefällt, die violette Sniper ist zwar cool, aber die blaue Sniper ist mein allergrößter Favorit. Nicht die, sondern die andere. Es gibt noch eine andere. Die schießt nämlich so schön straight. Erstmal Schutztrank trinken. Damit wir auch sicher sind, sobald was losgehen sollte. Dann das hier. Oh, hört sich gut an. Kriegen wir hin.
Hat mir gerade wirklich Angst gemacht. Muss ich jetzt ernsthaft sagen? Ich muss es ehrlich sagen. Hat mir gerade wirklich Angst gemacht. Oh, hört sich gut an. Wenn wir hier natürlich nochmal was looten können, stört mich das gar nicht. Nur normale kleine. Da sehe ich auch keine Gegner gerade. Was mich ein petit peu deprimiert. Ein ganz klein wenig. Da war schon wer. Ja gut, was wollen wir machen, Mann? Wir warten hier, bis die Zone kommt. Und das dauert einfach noch 10 Jahre. Und ehrlich gesagt, glaube ich, es kommt hier niemand mehr, weil wir haben hier einfach mal das Gebiet ausgerottet. Also was wollen wir hier auch machen? Vor allem, es leben nur noch 29 Stück, ne? Ich würde sagen, wir gehen uns mal... Der hat mir ernsthaft eine Falle gemacht? Habe ich noch nie aktiv gesehen, der Falle. Noch nie aktiv gesehen, also dass sie benutzt wurde oder so. Ich meine, klar, gesetzt, ja, aber dass sie auch wirklich zu gebrauchen ist, das ist eine Frage. Danke euch vielmals fürs Abo. Oder danke dir vielmals fürs Abo. Oder den Follow. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich weiß, ich mache immer diesen komischen, hässlichen Gesichtsausdruck. Aber ist ja scheißegal. Leute, ich streame, wie gesagt, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf Twitch und auf YouTube. Ich dachte, ich sehe hier wen, aber ich sehe hier niemanden. Ich sehe wirklich niemanden. Es ist deprimierend. Na gut, dann lass uns losrennen. Dann gehen wir in die Zone hinein. Naja, wohl oder übel. Das finde ich auch so ein Satz, ne? Der ist auch so faszinierend. Wohl oder übel. Mango, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du redest selber mit einem Idioten. Wir streamen nämlich erst seit 3 Streams auf Twitch. Deswegen sind wir so Neulinge. Wir haben noch keine Ahnung, wie das funktioniert, meine Lieben. Wie das geht auf Twitch. Und einmal nur noch schnell. Irgendwie ist nachher vielleicht Beat-Time. Erstmal ist jetzt Konzentration angesagt. Erstmal Konzentration, dann können wir Musik machen. Aber erstmal wird konzentriert, weil der Masi möchte gut sein. Der Masi möchte gut sein, der Masi möchte gut sein, der Masi möchte gut sein, der Masi möchte gut sein. Wisst ihr, die Sache ist, am Anfang die Leute zu killen ist halt nicht wirklich schwer, außer du triffst halt auf einen richtig guten. Das Problem ist danach, wenn du so im Finale bist, weil dann sind die Gegner genauso gut wie du. Und dann entscheidet sich nur noch, wer ist halt besser, du oder deine Gegner. Klar, okay, es ist einfach, aber halt eben, die Besten kommen nach oben, meistens. Wenn man Glück hat, kommt noch irgendwie ein Noob dazu, aber normalerweise kommen die Besten nach oben. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter in Gebäude suchen. Wir hatten bisher eigentlich gar nicht mal so Unglück, wir hatten bisher eigentlich immer Glück mit den Gegenständen, die wir brauchen. Und der Chat funktioniert nicht. Was mich noch mehr ankackt jetzt gerade, der funktioniert immer mal wieder nicht. Ich glaube, ich sollte den mal deinstallieren und installieren. Boah, die nächste Zone ist einfach genau da, wo ich bin. Ich glaube, dieses Häuschen könnte was Gutes sein. In diesem Häuschen könnte was Gutes sein. Ich hoffe es mal, sagen wir so. Ich hoffe mal, dass in diesem Häuschen etwas Gutes ist. Ich bin ganz ehrlich selten so lange rumgelaufen wie jetzt. Das ist kein Gegner. Ich finde einfach, dieses Sniper ist nicht so... Man muss lernen zu snipen in dem Game. Das definitiv. Ich muss da unbedingt den Zombie-Modus mal spielen und lernen, wie man in dem Game sniped. Steht die Türe weit offen? Ne, das ist das Fenster. Die Türe steht gar nicht offen. Gelootet scheint es. Und es macht keine Musik. Auch enttäuschend. Herb enttäuschend. Ich habe gehofft, es gäbe geilen Loot im Häuschen. Mann, wieso sage ich Häuschen? Ich rede schon fast wie meine Großmutter. Ich meine, die ist Russin.
Sie ist rein, Russin. Überprüfen wir mal, ob da oben in den Ruinen wer ist. Ob wir da wen killen können, der gerade Zone Camp. Ich hätte schwören können, ich habe da wen gehört. Wenn es jemanden gab, rennt er jetzt gleich raus. Und dann ist er down. Da ist auch niemand. Ich versuche hier einfach die Rande des Gebietes zu bekommen. Wisst ihr, ich brauche hier nicht unbedingt den Schutz des Todes. Ich muss eigentlich nur irgendwie durchkommen. Ich muss nur durchkommen. Ich muss nur gucken, wo die Gegner sind. Ich muss nur weiterkommen. Ich muss nur irgendwie überleben. Oh, also weißt du, ins Finale zu kommen, ist nicht wirklich schwer. Muss ich sagen. Also jetzt, mal aus meiner Sicht. Ich weiß halt nicht, ob es daran, weil eigentlich bin ich total der Noob. Ich bin in jedem Game scheiße. Ich bin wirklich in jedem Game miserabel. Das ist das erste Game, das mir so ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass ich gar nicht mal so kacke bin. Aber ja, mal gucken. Also man sieht in dem Game, man übersieht in dem Game auch wirklich sehr viel. Oder besser gesagt, man übersieht in dem Game schnell mal was. Der Berg da oben ist immer noch da oben. Also, ja, gut, klar, ja, der Berg ist immer noch da oben, klar. Ja, Berge verreisen nicht. Aber ich bin gerade einfach nur überrascht, dass der Berg immer noch gerade in der Zone ist und erst in einer Minute und 30 Sekunden verschwindet. Sprich, ich kann mich da oben eigentlich ziemlich gemütlich herumbewegen. Ich hätte schon vorhin die ganze Zeit da bleiben können. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als ein bisschen rumgegammelt. Ja, wir müssen gucken, Alter. Ich sehe hier wirklich keinen Gegner gerade. Ich sehe keinen einzigen Gegner. Von links könnte auch niemand sein. Sieht man mit dem etwa, wo Munition ist für die Waffe oder was? Ah, dort hinten baut jemand was auf, in der Mitte. Da baut sich bereits höher. Da baut sich bereits eine Festung. Hört sich gerne mal so schlecht an. Ich müsste theoretisch. Das wird ein Fight. Oh, das wird angenehm zum Zugucken. Oh, das wird angenehm zum Zugucken. Hä, wo ist der andere? Die bekämpfen sich doch, oder nicht? Da war doch einer und der andere ist jetzt runtergegangen oder ist der eine runtergefallen? Der eine baut sich da hoch. Es war ein bisschen blöd, meine Position bekannt zu geben. Heißt dieses Wort. Ich muss halt immer diese Wörter suchen, weil ich kenne die zum Teil gar nicht mehr. Okay, da bekämpfen sich nochmals zwei. Wenn ich Glück habe, kann ich ja der Coast entlang. Ist richtig risky. Richtig risky, der Coast entlang zu gehen. Aber wenn es klappen sollte, habe ich einen monströsen Vorteil. Jetzt wird's risky. Jetzt muss ich leise sein.
Dann verstecken wir uns jetzt einfach hier. Ich komme hier noch durch, im Notfall. Jo, klingt gut. Was will ich machen? Ich kann mal Restream starten. In der Zeit. Restream hat gestartet. Und wir sind wieder back. Wir sind wieder back im Stream. Ja, also ihr seht, super spannend gerade. Super spannend, wirklich toll. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch den Chat nicht gesehen, ne, so zum sagen. Super spannende Sache gewesen, wirklich. Ach Mann. Bekämpft euch doch mal. Ich glaube, es versteckt sich einfach jeder, bis die... Oh, fuck, die Zone losgeht. Wow, wow. Das war ein Grenade Launcher. Das waren immer noch Schüsse von einem Grenade Launcher. Das kriegen wir hin. Mal gucken, wie spät ich raus kann, um das zu überleben. Der dort auf dem Baum. Dort oben ist eh fix jemand am Snipen. Und von links wird auch wer kommen. Sein hässliches Baumhaus wird eingekreist. Hahaha. Mal gucken, ob wir es überleben. Wir müssen jetzt einfach nur warten. Solange niemand hunten geht, ist alles okay. Ich wurde nicht gesniped. Die schießen an mir vorbei, an sich gegenseitig. Mal gucken. Ich kann auch einfach rattig am Schluss gewinnen, ganz ehrlich. Ich werde jetzt ganz ehrlich einfach rattig am Schluss gewinnen, Mann. Es ist geiler, es ist ein geileres Gefühl zu gewinnen, aber ich will jetzt einfach den Schirm haben, ne? Vor allem bin ich nicht der Einzige, es sind zwei, die sich gegenseitig abknallen, oder drei. Also wenn ich es hinkriege, why not, ne? Der Vorteil ist, ich kann ja auch ganz am Schluss losrennen, ne? Von da hinten ist eh safe jemand. Genau an dieser Böschung entlang.
Wie, da ist niemand. Kann nicht sein. LOL! Safe, Alter! Leute! Ein! Ja, Mann, Leute! Das war ein nicer Sieg! Das war ein nicer Sieg! Das war ein nicer Sieg! Oh Gott, war das jetzt lustig! Mann, ey! Es ist so lustig, ne? Vor allem der eine, ne? Der chillt unten und hat das Gefühl, er macht einen auf Pussy. Aber ich bin die Oberpussy. Ich komm von oben und kill einfach. Ich hätte einfach drei Leute gekillt. Alter. Endlich. Wir haben die Taktik rausgefunden. Wir können immer wieder easy peasy gewinnen. So, Leute, schreibt mal schnell in den Chat, wie euch das gefällt.